Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. So langsam, Leute, neigen wir uns dem Ende. Aber ich will diesen Acrocanthosaurus in dieser Folge zähmen. Bevor wir den nicht gezähmt haben, wird die Staffel ja auch nicht enden. Sagen wir es mal so. Also, letzte Folge. Leider konnte mir das keiner beantworten. Deswegen werden wir eine Sache nicht machen. Es gibt hier den Daylight Generator. Problem ist, wir brauchen Vapor Essence. Und Omni-Element Crystal, wie gesagt, keine Ahnung, wie ich das herbekomme, aber Vapor, ich denke mal, Omni kriegen wir sofort her, das kann man auch herstellen, aber Vapor konnte mir keiner beantworten, deswegen können wir hier diesen Boss nicht machen. Naja, ist egal, ich habe mir gedacht, dass wir den hier irgendwie, wenn man den Steine reingibt oder irgendwas, oder wenn er Tiere tötet, dass er vielleicht Vapor bekommt, ist leider nicht so. Und dann, wir haben in der letzten Folge unseren ganz speziellen Giga gezähmt. Und zwar ist das der hier. So, der hat ja Federn. Er sieht aus wie der Dodorex, wie der Bruder oder die Schwester davon. Aber ich kann dem hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ohne Sattel aufsetzen kann, aber der kann sich jetzt auch ganz kurz verwandeln gehen. Und zwar, es geht natürlich nicht. Ist nicht schlimm, dich werden wir auch noch leveln. Aber in den hier. So, Kleiner, du kriegst es aber. Wartet, ich kann hier ein paar Stücke... wir brauchen natürlich ein paar. Ey, das sieht doch schick aus. Ein weiterer Dodorex mit Federn. Und sieht er genauso aus? Er sieht genauso aus. Bloß halt die Farbe ist anders. Aber ihr seht, ist 1:1 gleich. Und es ist nur ein Skin. Außer bei dem hier. Das ist der sagen wir, the real one. Okay, alles klar. Jetzt begeben wir uns erstmal ab in den Redwood. Ah, mit wem? Gigaschatz, du kommst doch mit. Ich brauch dich. Aber... dafür, Rock Drake, du bleibst hier, Kollege. Und den Rest nehmen wir alles mit. Gehen wir mit dem Heli? Nee. Komm, wir gehen mit dem Giga rein, okay? Aber als erstes gehen wir zu Fuß hin. Weil ansonsten kommen wir durch diese eine Ruine nicht weg hier. Okay, da sind wir. Wir gehen mal vorne raus. Ja, guten Morgen. Okay, wir gehen gleich wieder zurück. Ja. Oh, der Feuertiller, Kollege. Alles klar. Wir gehen mal seitlich kurz raus. Das vorne ist mir ein kleinen Ticken zu gefährlich. Ich habe sogar, seht ihr das? Ich habe mir die Tech-Hose gecraftet. War schon mal eine gute Info, weil, brauchen wir unbedingt. So, Giga. Ach ja, und Lidl. Den werden wir auch gleich ausprobieren. So, Giga. 122 Level hast du. So, jetzt erstmal ein Giga-Sattel. Zack, erstmal rauf da. So, Kleiner, du brauchst jetzt... dich werden wir nur auf Melee Damage skillen. Anders macht es sonst keinen Sinn. Warte, wir gehen mal kurz hier vorne hin. Er sieht ja schon aus wie der Dodorex. Wenn man ihn so anschaut, so würde man denken, es ist der Dodorex. Ist halt so. Okay, Kleiner, nicht erschrecken. Ich töte euch, ja? Oder eher, umgekehrt. Ja, jetzt kommt auch noch der zweite. Ja, ich würde sagen, Mantis. Man kann sie nicht so rufen. Okay, Baby, du kommst rein, ja? Baby, du kommst rein. Keine Sorge, keine... Ah, warte mal. Ich habe einen Plan. Mantis, auf neutral, Baby. So, die Mantis macht das schon, keine Sorge. Oh mein Gott, aber darf ich hier nicht rein hier? Ja, nice. Okay, sind sie alle tot? Ja, perfekt. Komm mal, ich sagte doch, ich schaff das. So, Mantis, du kommst natürlich wieder rein. Oh, schöne Sachen hast du gehabt. Ja. Giga, alles gut bei dir? Ja, guck mal, das ist ein bisschen Blut da, es hält nicht auf. So, oh. Okay, gut. Beautiful. Alles klar. Kleiner, stirb mir jetzt nicht weg. Ich habe irgendwie Angst um unser Giga. Problem ist, wir dürfen keine bestimmten Dinos angreifen aus einer Mod. Ah! Indo, wir müssen weg hier, Ah, der Golem ist schon wieder hier. Ah, ich habe den Elektrik-Giga nicht mit. Nicht streiten, Mann. Freundlich sein, schön freundlich sein. Ey. Siehst du, so geht das. Ja, moin. Ich weiß zwar nicht, was er für Fehler hatte, aber... GG. Ah! Ekliges Tier. Naja, eigentlich ist es ein hübsches Tier. Huiuiui, kam einfach von der Seite und hat mich runtergeholt. So, hast du wenigstens was Hübsches mit? Naja, ein bisschen Essen, komm. Wir müssen uns doch von diesem Schock erholen. Warte mal, da ist irgendwas ganz Seltsames hier genau neben mir. Der gerade attackiert wird von diesem kleinen Spino. Den ich leider gerade getötet habe. Shit. Ich töte gerade alles. Ach, was haben wir denn hier? Okay, hier gehe ich bis jetzt das allererste Mal durch.
Warte mal, wenn die Dinger hier nicht durch können, dann könnte ich mich die ganze Zeit hier verstecken. Aber Problem ist, hier muss einer in der Nähe sein. Das wäre doch jetzt perfekt. Aber ich sehe keinen. Schade. Oder? Nee, das war ich. Da! Zwei Stück! Okay, warte mal. Ich mache jetzt hier Platz und versuche, die herzulocken. Alles muss hier sterben. Bye-bye. Kinder, ich weiß, es tut mir leid. Ich will das doch auch nicht. Als ob. Stimmt. Okay, ich glaube, hier ist alles weg. Ja, das bedeutet... Indo? Oh, geil, nehme ich mit. Hier, die Krallen nehme ich auch gerne mit. So, du kommst jetzt hier rein. Und zwar werden wir jetzt die beiden hierher locken. Wir müssen uns aber merken, hier den Weg hinunter. Und dann hoffen, dass wir nicht sterben. Nicht schon wieder. Hallo! Engel! Komm her! Komm, meine Süße, komm! Oh Gott, der ist ja schnell! Komm her, komm her! Nein! Nicht so, ich wollte doch alle töten! Jetzt sucht er sich den Schwachen aus. Mist! Okay, pass auf, wir suchen... Okay, der da hinten ist zu weit weg. Der ist eigentlich ganz gut. Ich weiß, ich töte das extra für dich. Oh, Thorny Dragon! Uiuiuiui, oh. Ich kann durch Steine... Ah, komm her, Baby! Komm mal, komm her! Komm, mein Stückchen. Okay, weg! Da! Oh, der ist echt schnell. Perfekt. Komm. Oh my God. Oh, bitte, Bro, komm hier nicht rein. Da! Was, du redest ja schon wieder Deutsch mit mir. Wie geil ist das denn? Hi, na? Herkomm. Umdrehen. Umdrehen, Süßer. Hallo? Geht dein Stellungsname? Thorny Dragon. Der Thorny Dragon kann ein bisschen gefährlich werden. Ja, er wird sogar auch gefährlich. Ich muss sie töten. Ach ja, Mist. Ich back ja so rum. Wie soll ich den denn töten? Ah! Oh, er kam genau im falschen Moment. Ja, guten Morgen. Wen haben wir denn da? Hallo, mein Freund. Nein. Passiv. Indo, du bist einfach zu stark. Freunde, wir haben hier wieder einen. Ich muss mal kurz gucken. Ich muss jetzt alle Elemental-Dinos hier im Umkreis töten, ne? Und die uns natürlich gefährlich kommen können. Deswegen, ne? Achso, Mantis, schon tot? Ja, hier, dann greift die auch noch an. Dankeschön. Nein, ich glaube, er hat Dings getötet. No! Wen habe ich getroffen? Irgendwie läuft alles schief. Ich kann nichts drücken. Arg weh, du kackst ab. Arg kackt schon wieder ab. Och, oh my God. Freunde. Ihr seht, wo ich wieder bin. Ihr seht, wo ich bin? Ja. Okay. Alles klar. Können wir hier loslegen? Okay, pass auf. Er ist jetzt hier bei dem Allo. Bedeutet, Kleiner? Hallo? Hey. Baby. Komm her. Komm. Zack, zack. Komm, mein Engel. Es kämpft gegen etwas, gegen was es nicht kämpfen darf. Ach, Mist. Er kann die doch niemals bis... Ha, jetzt sollten wir aber abhauen. Ja, jetzt sollten wir abhauen. Ja. Gut. Wir müssen ihn hier reinlocken. Irgendwie. Oh Gott, er kommt hier durch. Warte, Baby. Lass mich. Zurück mit dir. Geht doch. Ach. Ach, Arg. Come on, Baby. Come on. Warum tust du es mir an, ne? Oh, renn. Hi. Oh, ma. Oh, Gott. Oh, Gott. Hallo, Engel. Na, alles gut bei dir? Ich möchte dich gerne sehen, Baby. Na komm, das ist doch jetzt genug Schaden, oder? Oh, hab bitte nicht so viel Level, bitte. Kriegst du damit? Ah, guck mal. Wer kennt denn diese Position? Na? Komm, einmal bitte ab in dein Maul rein. Immer noch nicht? Jetzt aber. Er hat nicht... Oh, ich wollte gerade sagen, meine Hose ist kaputt. Ich verstehe das mit der Zähmung nicht. Warum haut der jetzt ab? Baby, du musst so blocken vor mir und dann... Ja.
Baby, lass mich. Genau. Jetzt aber. Warte mal. Er wollte gerade nichts. Du hast mich normal gebissen, oder was? Friss. Zack, Junge. Friss. Ich glaube, ich werde sie nicht sehen. Okay, jetzt steht das schon wieder schief. Jetzt macht er so. Jetzt macht er einen auf den. Ha, ihr kennt es ja. So. Ja, ja, er pusht jetzt. Er pusht. So, und ab jetzt, wenn er genug Schaden hier hat, will er beißen. Aber er stirbt doch schon fast. Ha? Ja, jetzt. Wie viel hast du denn, mein Junge? Darf ich kurz gucken? Du hast wieder Full Life? Warte mal. Und noch einmal. Oh yes, Baby. Bleib so die ganze Zeit. Freunde, wir haben's. Wir haben's. Okay, wir kriegen's hin. Wir müssen kurz gucken, dass es nicht überhitzt. Komm. Und das jetzt die ganze Zeit machen. Ja, moin. Egal, ich habe genug Elemente mit. Komm. Geht doch. Alter Schwede. Okay, er ist fast gezähmt. Er ist fast gezähmt, Leute. Los, komm, kling ab, schneller. Er muss noch mal, letztes Mal hier. Zack. Komm, Baby, komm. Geh auf die Knie. Komm. Ja. Yes. Wir haben es geschafft. Leg dich hin, Kleiner, leg dich hin. Oh, Baby. Hey, du machst ja eine richtige Animation. Wie geil ist das denn? Baby, du musst sofort gezähmt werden, okay? Alter, ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen, aber wir haben es geschafft. Wir haben einen Acrocanthosaurus down gekriegt mit Level 208. GG. Okay, dann Mantis und so weiter rufe ich nicht. Nicht, dass irgendwie wieder was abkackt, weil ich habe keine Ahnung, was Ark gegen die OP-Mantis hat. Aber irgendwie bringt er, glaube ich, den Server zum, keine Ahnung, oder das Spiel zum Abstürzen. Weil der Server funktioniert ja noch. Jetzt die Frage, was ist der? Warte mal, oder braucht er Biotoxin? Braucht er das vielleicht? Alter. Da jetzt die Frage. Er kriegt kein Food runter. Kleiner, bitte isst was, ja? Bitte. Oh, was ist das schon wieder für ein Fehler? Freunde, wir müssen kurz nach Haus. Ich habe solche noch in der Basis. Bedeutet, hier steht, knocks you out and makes you hungry. Vielleicht klappt das bei ihm auch. Fass mich einmal an, Kollege. Ich schwör's dir. Okay, wir müssen weg. Ach, da wir gerade hier sind. Ja, ich muss da einmal herumlaufen. Wir werden jetzt hier unser... Ich wollte gerade sagen, Lüdelüdelü ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir ihn reiten können. Wir werden es jetzt gucken. Okay, wir können Meat von ihm abholen und... Right! Es funktioniert. Freunde, herzlich willkommen. Das ist er. Wir können ihn reiten, ne? Ich glaube, ich sitze das allererste Mal auf einen. Ja, ist so. Okay, ihr seht ja, er kann ganz normal beißen. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber hört mal jetzt ganz genau hin, falls es jetzt ums Restklick geht. Oh, ganz vergessen. Ich kann hier auf jeden Fall nicht atmen. Aber habt ihr das gerade gehört? Dies. Wo ist mein Fleisch? Ach ja, habe ich ja Dings. Wir müssen uns aber beeilen. Sag mal gucken. Also, nochmal Restklick. Das sieht dann so aus. Und der spuckt dann Bomben anscheinend. Ist das Patrick? Warte nochmal. Ich weiß nicht, von welcher Serie oder so. Ich glaube, das ist Patrick. Kann er noch etwas? Nee, okay, er kann nichts. Aber, ey, wie geil ist das denn? Können wir ihn vielleicht so damit treffen? Warte mal, hier, hallo? Ach! Es sind so Schallwellen. Wie geil ist das denn? Der Lüdelüdelü-Dino. Geil. Ah, ich erstecke schon wieder. Ey, aber Hammer. Ich saß das allererste Mal, wirklich jetzt. Ich sitze das allererste Mal auf so einem Wasserdino. Das allererste Mal, ey. Aber es ist halt schwer, die Viecher zu treffen. Es geht aber. Wenn man jetzt bedenkt, dass das die ganzen Treffer sind. Und wenn man ihn levelt. Wer weiß, was da rauskommt. Ich würde sagen, es kann eine Bestie sein im Vanilla. Ja. Okay, wir gehen aber jetzt erstmal weg. Weil irgendwie wollen die ganzen Wasserdinos uns töten. Keine Ahnung warum. Wir haben noch gar nichts getan. Nice. Okay, Indo. Wir können weiter, ja?
Eieiei. Ich hätte ihn jetzt gern weiter ausprobiert, aber wir müssen uns beeilen, bevor die Turbo runtergeht. Falls es nicht funktioniert, dann habe ich keine Ahnung, wie man die zähmt. So. Rein damit. Ja. Gut. Weiß ich Bescheid. Ja, komm, Hexe, gib ihm einen Gnadenschuss. Freunde, es funktioniert nicht. So, warte mal, hier ist jetzt noch einer. Okay, bei dem könnten wir es natürlich auch nochmal ausprobieren. Gegendeckung bitte. Bitte. Ach, meine Fresse. Ich geb's auf. Ich hab ihn wieder gleich getötet. Ja, ist tot. Die sind alle zu schwach. Kleiner, nicht die Nature-Viecher angreifen. Ach, die sind alle so schwach. Digga, du kannst doch gar nichts mehr machen. Er hört nicht auf. Hexe, dahin. Ab, los. Komm runter, komm runter. Ah. Ich geb's auf. Hallo. Einen wunderschönen. Komm, sei mein Trostpreis, Baby. Oh. Oh. Bitte nicht passiv. Oh. Okay. Du brauchst Bären, ja? Du kriegst alles, was du von mir willst. Freunde, was ist das? Warte mal, wir gehen mal kurz gucken. Es ist eine Eule? Alter. Oh Gott, Baby, du bist ein übelst gutes Trostpreis für mich. Oh. Okay, wenigstens zum Schluss haben wir jetzt irgendwas. Leute, das hier wird die vorletzte Folge von Ark Oldie sein. Hier gibt es so viele Bugs und so weiter. Keine Ahnung. Ich warte dann einfach auf Ark Genesis. Da warte ich eh halt drauf. Und das wird dann halt richtig losgehen. Aber das hier, Ark hat für mich, finde ich, so viele Bugs. Aber es ist einiges noch nicht behoben worden. Und die gibt es schon seit, keine Ahnung, Jahren. Naja, wir haben den Trostpreis. Ich hoffe, der wird auch jetzt das essen, was ich ihm gebe. Kleiner, willst du hier, bitte? Willst du das? Willst du das? Willst du das? Du kriegst alles von mir. Was isst du denn jetzt? 1% von was? Ist da die Bären? Er isst Fisch. Er isst Fisch? Ey, Hexe, du hast doch vorhin das ganze Fisch mitgenommen. Ich wusste doch. Okay, hier, Eule. Hier, mach mal keinen Scheiß. Komm, nimm den guten Stuff. Okay, das sollte reichen. Ey, wir werden den aber jetzt gleich reiten. Ich habe ja das extra mit den Acrocanthosaurus kurz geschnitten, aber ich nehme jetzt schon über 2 Stunden auf. Also könnt ihr euch schon da bedenken, wie lange ich gebraucht habe. Bunnyip. Alter, du bist ja riesig. Hi. So, bevor wir jetzt sterben. So, Wally, bleib bei mir. Okay, du brauchst also einen Sattel. Habe ich kein Problem mit. Wir gehen jetzt nach Haus. Das kommt mit. Die Sachen kommen mit. Und dann lasst uns weggehen. Lasst uns den Redwood und so weiter vergessen, was hier passiert ist. Aber wie gesagt, das ist die vorletzte Folge von Ark Oldie. Das wird sie sein. Ah! Wir konnten ihn doch schon erlernen. Man kann ihn reinziehen hier. Zack. Fertig. Eule. Oh, Hexe. Weg hier. Komm, zurück. 377 Level hat die Eule. Uiuiuiuiui. Du hast auf jeden Fall die... Dein Körper ist von Megatherium. Das bemerkt man voll. Aber... Die Größe nicht. Alter, was ist mit meinem Dude hier? Ich glaube, der hat Hunger, wa? Ja, hier, komm, friss. So, perfekt. Also, das ist die Eule. Sie ist größer als unser Haus. Sie ist... Bist du so groß wie ein Golem? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay, die küssen sich schon fast. Nee, er ist nicht so groß wie ein Golem, aber fast so groß. Okay, kannst du auch, wenn man irgendwas... Sit down, Baby. Ach, wie geil ist das denn? Das nenne ich doch mal eine hübsche Eule. Bewegt sich auch dein Gesicht? Man sieht aber auch nicht, dass es vom Megatherium sozusagen aufgesetzt wurde, sondern das Gesicht ist sein Gesicht. Und seine Hände sind seine Hände. Okay, warte mal. Wir müssen kurz gucken. Kannst, okay, springen kann sie nicht. Kannst du beißen? Schlagen kann sie. Sehr gut. Rechtsklick. Sie macht sogar ihr Maul auf. Tja, und wen haben wir das zu verdanken? Natürlich Shadlos. Nice, thank you. Wisst ihr, an welche Eule sie mich erinnert? Kennt ihr Dauntless, das Spiel?
Habe ich auch vor anderthalb Jahren gespielt. Da gibt's ne... Ich wollte gerade sagen, da flog etwas. Da gibt's eine Eule und die sieht fast genauso aus. Komm, Eule, let's go. Zeig, was du kannst. Oh, Eule gegen Mammut. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es schaffen wird. Aber ich denke mal schon, da bin ich guter Dinge. Sie wird es schaffen. Problem ist, dahinter ist noch ein zweiter Mammut. Deswegen gehen wir jetzt den wir es... Ach, komm. Er schafft es. 274. Gib ihm mit. Restklick. 325. Mit C kannst du dich da verstärken. Okay, es brüllt einfach nur. Okay, es gibt auch nicht mehr Treffer. Es kann sogar in Rennen angreifen. Übelst nice. Die Eule gefällt mir. Jetzt muss er aber nur noch stärker werden. Ja, ich würde mal sagen, Mammuts haben ein bisschen viel Energie. Perfekt. So, jetzt schlag ich nochmal. Komm, Kopfnuss. Noch eine Kopfnuss. Welcher Kopf ist härter? Meiner. So, jetzt nochmal ein paar Mal mit der rechten. Super. Und tot ist er. Warte mal. Ich glaube, ich habe noch was Neues entdeckt. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, es wäre was Neues gewesen. Ich konnte gerade hoch und runter gehen, wo ich X gedrückt hatte. Aber ist nicht so. Oh, Wölfe. Könnte man Mammut bitte in Ruhe lassen? Er haut sogar nach oben? Na, mal... Ich habe nichts zu essen, Kleine. Du hast einen Beutel? Leute, wir müssen ganz kurz mal was testen, ne? Er hat unten, ne? An seinem Bauch so einen kleinen Beutel. Vielleicht kann er uns... Alter! War ich das? Warum habe ich gerade so einen Rauch... Ah, das bedeutet, ich kann die Kreaturen irgendwie... Bunning Rage. Rage! Tausend... Hä? Wir sind in Rage-Mode? Alter, wie geil ist das denn? Der kann in Rage-Mode gehen? So, your Bunyip is raging. Damage drastically increased. Okay, bedeutet unser... Wort drastisch erhöht. Alter, wie habe ich das gemacht? Weil ich die ganze Zeit restlich gespammt habe, oder was? Leute, aus jetzt. Leute, das nenne ich mal eine Eule. Das nenne ich eine Eule. Ich würde sagen, das ist eine richtige Bestie. Bunyip. Die OP-Eule. Bunyip. Die stärkste Eule auf dieser Welt. Na, unter uns ist aber ein ganz komischer Wolf. Gegen den will ich gar nicht kämpfen. Aber haben wir easy geschafft. Du solltest aber ein bisschen Energie kriegen. Ist ja auch wichtig. Ja, Essen kriegst du von mir. Alles, was du willst. Ey, aber Hammer. Mal gucken, kann er jetzt vielleicht was mit C? Oder bedeutet das mit C? Kann er das einschalten und ausschalten? Wäre das vielleicht möglich? Wölfe, kommt mal her. Ein Gebrüll bitte. Habt ihr Angst? Ich wusste doch. Sie haben Angst, sie haben Angst. 800 noch was? 1000 noch was? Bam, Junge. Okay, das ist ein Eismammut. Den greifen wir jetzt nicht an. Aber ey, ich würde sagen, ist doch ein geiler Trostpreis, oder? Im Gegensatz zum Acrocanthosaurus, den ich wirklich nie in meinem Leben wieder versuchen werde. Ich denke mal wirklich nie wieder. Na Freunde, dann würde ich schon mal sagen, das war's von der vorletzten Folge von Ark. Nächste Folge geht's richtig los. Da kommt das große Finale. Dann ist Ark Oldie vorbei. Dann warten wir nur noch auf Genesis. Bis dahin läuft natürlich noch Atlas, was übelst geil ist. Ich freue mich schon drauf. Na Freunde, auf jeden Fall war's wieder von der weiteren Folge Ark. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch natürlich gefallen hat, dann lasst mal auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.